Der Bergbau wurde im Freiberger und Brander Gebiet bereits im 12. Jahrhundert betrieben, wobei es im 16. Jahrhundert, wie im gesamten Freiberger Bergbaurevier, zu einer Blütezeit kam. Der Konstantinschacht gehörte ursprünglich mit zum Grubengebäude der alten Mordgrube. Er wurde ab 1844 rund 700 Meter nördlich vom damaligen Hauptschacht, dem Mendenschacht, also der heutigen Zugspitze, abgeteuft, um die im nördlichen Feld der alten Mordgrube vorhandenen Erzvorräte besser zu erschließen und den Transport und den Abbau wirtschaftlicher zu gestalten. Den Namen erhielt der Schacht nach dem damaligen Oberberghauptmann Konstantin von Beust, Konstantin mit C geschrieben. Der Schacht wurde bis zur Einstellung des Silberbergbaus 1896 bis zur 12. Gezeugstrecke niedergebracht. Das entspricht etwa einer Tiefe von rund 500 Meter. Nach Einstellung des Bergbaus wurde hier das sogenannte Oberwerk des Kavernenkraftwerkes errichtet. Hier wurde also Kunstgrabenwasser in einer Rohrleitung bis auf den Moritzstollen in rund 130 Meter Tiefe geleitet und trieb dort zwei Freistrahl-Peltern-Turbinen an. Und danach wurde das Wasser dann in den Stauraum geleitet, um dann nochmals im Dreibrüderschacht Strom zu erzeugen. Der Schacht wurde dann ab 1947 kurzzeitig von der Wismut genutzt, danach dann vom Bergbau- und Hüttenkombinat Albert Funk, also von der Grube Brandt, wurde weitergeteuft bis zur 15. Gezeugstrecke, also eine Teufenlage von ziemlich 600 Meter. Und von hier aus wurde auch der Querschlag zur Grube Freiberg aufgefahren. Um 1952 erhielt der Schacht ein eisernes Fördergerüst, welches also das Treibehaus weit überragte. Der Bergbau ging ja hier 1969 zu Ende. Der Schacht wurde verwahrt und das Oberwerk wurde stillgelegt. Nur im Dreibrüderschacht wurde also noch bis 1972 Strom erzeugt. Der neben dem Schacht befindliche Teich wurde auch in der Zeit um 1924 angelegt und diente sozusagen als Ausgleichsbecken für den Kraftwerksbetrieb. Das ehemalig vorhandene Treibehaus ist 1912 abgebrannt und wurde in der heutigen Form danach neu errichtet. Ehemals war auch hier an der Halde eine Haldenbrücke vorhanden, die also auf die Halde führte, südlich Richtung Lederwerk. Um also den Fahrverkehr darunter aufrechtzuerhalten, hatte man sich also hier entschlossen, die Halde nicht durchgängig zu schütten, sondern man hat eine kleine Brücke gebaut, um dann die Hunde mit dem Taubengestein darüber zu transportieren. Wie das aussah, kann man also heute noch in der Gaststätte Konstantin unmittelbar neben dem Konstantinschacht betrachten. Heute befindet sich der Schacht in privatem Eigentum. Die vorhandenen baulichen Anlagen stehen leer. Untertägig befindet sich ein Kavernenkraftwerk. Die Aufbereitung und Sanierung des Kavernenkraftwerkes Dreibrüderschacht und Konstantinschacht ist durch den Förderverein Dreibrüderschacht geplant. Der Konstantinschacht wurde vom Landesamt für Denkmalpflege als Kulturdenkmal erfasst. Das untertägige Kavernenkraftwerk des Dreibrüderschachtes und des Konstantinschachtes wurde in den Welterbeantrag Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krušnohorie aufgenommen.